Die Brache ist einfach letztendlich die einfachste Maßnahme, eine Fläche mal der Natur zur Verfügung zu stellen. Also wir haben hier am Ende des Jahres, des Erntejahres, nichts weiteres mehr gemacht auf der Fläche und haben die Fläche sich selber überlassen. Also sehr geeignet sind im Prinzip nicht so hochwertige Böden, relativ minderwertige Böden, wo die Ertragsfähigkeit nicht so hoch ist, die lassen wir Landwirte am liebsten eben brach liegen. Und man kann sich dann natürlich das zu Nutzen machen, wo legt man die Brache an. Also im Rahmen des Franz-Projektes, Franz für Ressourcen, Agrarwirtschaft, Naturschutz mit Zukunft, ist die Vorgabe, eine mindestens 12 Meter breite Brache anzulegen. Die Brache kann sowohl am Rand wie auch in der Mitte eines Feldes liegen. Die Brache kann im Rahmen der ökologischen Vorrangfläche 1:1 angerechnet werden, was natürlich auch eine hervorragende, einfache Maßnahme ist für einen Landwirt, diese 5% ökologische Vorrangfläche zu erfüllen. Die Brache kann im Prinzip jedes Jahr einmal auch umgebrochen werden, sodass es dann in diesem Moment eine Schwarzbrache ist und sich im nächsten Jahr wieder sich selbst überlässt und entwickelt. Eine Brache kann als einjährige Brache dann aber auch mal rotieren innerhalb des Betriebes. Es muss nicht jedes Mal der gleiche Standort sein. Der naturschutzfachliche Wert einer Brache, den schätze ich sehr, sehr hoch, weil in dieser Brache finden sich blühende Pflanzen, die ein Nahrungsangebot darstellen für Insekten, dann wieder Vögel. Hier in der Verbindung mit den beiden Feldgesöllen können sich die Amphibien hervorragend entwickeln. Wir sehen hier Ameisenhaufen, die einfach auch hier zu Hause sind, durch das, dass die Fläche in Ruhe gelassen wird. Und wenn wir heute ein bisschen hören, das Zwitschern der Feldlerche und hier im Hintergrund schauen, wie viel sich hier Vögel bewegen, ist das ein eindeutiges Zeichen, hier ist die Welt in Ordnung auf der Brache. Und so sind wir mit vollem Herzblut dabei, was wir auch öffentlich transparent machen, in Form von Diskussionen, Dialogen, Darstellung auf der Homepage. Also wir sind einfach aktiv und scheuen keinen Dialog. Und das macht einfach Spaß und man fühlt sich dann sprichwörtlich richtig wohl in seiner Position als aktiver Landwirt, als gewisser Naturschützer. Die Landwirte arbeiten mit der Natur und nicht gegen die Natur.